Gut, vorab mal, während die anderen sich noch zuschalten, eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr mir kurz gleich ein bisschen Feedback schreiben in den Chatbereich. Wie klappt es bei euch mit dem Tagebuch? Gibt es die ein oder andere Sache kurz zu berichten? Ich warte kurz, gebt mir da mal kurz Feedback. Habt ihr schon gemacht? Habt ihr es noch nicht gemacht? Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, warum? Es hilft euch wirklich. Ich will nochmal wirklich kurz hier erklären, warum das Tagebuch so wichtig ist. Es kann ein Notizblock sein, wie auch immer. Du lernst zu verstehen, auf welche Art Gott, der Vater, zu dir redet. Das ist es. Es gibt gewisse Zeiten, Seasons, sagt man im Englischen, gewisse Zeiten in deinem Leben. Da kann es sein, dass das Sehen sehr stark ist, dass das Spüren, dass das Hören. Und wir werden über diese ganzen Bereiche das nächste Mal anfangen, ausführlich sprechen, auf welche Art kommt das Wort Gottes zu uns. Da gibt es immer ein paar Abende dran, das sind viele Bereiche mit vielen praktischen Beispielen. Heute geht es noch so ein bisschen um die Vorbereitung deines Herzens, die Grundvoraussetzung, sodass Gott der Vater zu uns sprechen kann. Jemand sagt, er führt es schon eine ganze Weile, das Tagebuch, klappt auch ganz gut. Jemand sagt, es ist oft still, sehr anstrengend. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber weißt du, du wirst mehr und mehr in diese Ruhe hineinkommen. Am Anfang kann es anstrengend sein. Je mehr wir uns dazu disziplinieren, das kultivieren in unserem Leben, umso mehr wird es eine Routine, umso mehr wird es ein Ist-Zustand und Dinge kommen leichter zu dir geflogen. Du musst dann nur noch schauen, dass du darüber wachst, dass dir diese Ruhe und dieser Friede nicht gestohlen werden. Gut, ich schaue mal, was noch kommt. Hier, gut. Wie gesagt, später könnt ihr wieder Fragen stellen. Okay, ich bete gleich mal, wir kaufen die Zeit aus, weil die einen oder anderen haben ja auch geschrieben, dass sie heute nicht können. Natürlich, das System hat einen Fehler gemacht. Am 24. und am 31. hat es einen Termin reingesetzt. Da werden wir natürlich nicht zusammen am Heiligabend, sondern da sind wir mit der Familie. Hier in England haben wir ja Weihnachten am 25., aber ich feiere mit meinen Kindern das deutsche Weihnachten abends und dann morgens das englische. Die freuen sich dann, die haben es zweimal. Aber wir haben da natürlich nichts, auch am Neujahrsabend nichts. Da habt ihr Zeit mit Familie, mit Gott, dem Vater, mit wem ihr auch zusammen sein wollt, mit Freunden zusammen zu sein. Nur, dass ihr das wisst, es war ein Fehler des Systems. Das hat automatisch jeden Donnerstag eingetragen, auch die eigentlich Feiertage sind. Ich werde da später nochmal reinschauen, dass wir das irgendwie rauskriegen. Da werdet ihr wahrscheinlich nochmal eine Information gesandt bekommen, dass eben diese Termine sich verändert haben. Gut, wollen wir erstmal beten. Ha? Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für die Zeit, die wir gemeinsam haben dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist bei uns ist, wo auch immer wir jetzt zuschauen. Erfülle den Ort, erfülle den Raum mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Frieden in dem Namen Jesus. In Jesu Namen. Amen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Jemand schreibt, uns fällt es schwer, zur Ruhe zu kommen und zu hören. Das ist ein Problem, an dem wir schon lange kämpfen. Jemand sagt, Witsch hatte ich. Da müsst ihr mir jetzt mal mithelfen, weil ich habe hier wahrscheinlich eine andere Tastatur wie ihr als Moderator. Ihr müsstet irgendwo, für die, die mir schon Fragen geschickt haben, wie heißt denn der Bereich bei euch? Steht da Chat oder was steht denn dort? Vielleicht kann man das mal schnell jemand schreiben, weil jemand fragt, wie chatte ich. Also du müsstest irgendwo in so einem Cache, das aufgegangen ist, mit dem Webinar-Browser, müsstest du eine Möglichkeit haben, etwas hineinzuschreiben. Weder steht da Chat oder Frage oder Question. Da müsste es die Möglichkeit geben, dass du das dort einträgst und dass es dann kommt. Ah, da ist ein Fragezeichen, sagt jemand. Also ein Kasten, wo ein Fragezeichen ist. Okay, beim Handy-App steht Fragen, sagt jemand.
Und jemand schreibt, es muss angeklickt werden. Also wahrscheinlich das Fragezeichen. Okay, genau, es sieht aus, wenn du es gefunden hast. Gut, also wir haben gebetet. So, jetzt geht es heute an die Lektion Nummer 2. Ihr solltet den Link bekommen haben bezüglich der letzten Lektion. Solltet ihr alles haben. Hier mache ich mal noch bei mir ein paar Fenster zu und dann gehen wir da gleich mal weiter. Okay, das ist bei euch im Handbuch oder eben in der PDF auf der Seite 19. Und wie oft bei jeder Lektion habt ihr zuerst mal diesen Kasten Prophetie erlebt. Von Gott mitten ins Herz getroffen, eine 50-jährige junge Frau berichtet. 50-jährige junge Frau. Das dürft ihr für euch mal lesen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Gott zum richtigen Zeitpunkt spricht. Diese Frau hatte mich angeschrieben gehabt. Ich kriege natürlich sehr viele E-Mails und kann die gar nicht mehr alle anschauen. Ich kriege Hunderte jeden Tag und ich muss manche schwuppen durch in den Junk, sagt man nicht, in den Spam-Folder im Englischen. Und ich kann es gar nicht mal schauen. Ich versuche manchmal durchzugehen, aber manchmal verpasse ich auch die eine oder andere. Und natürlich kann ich nicht auf alle antworten, wenn zum Beispiel eine lange Seelsorgefrage kommt. Das kann ich einfach nicht über die Entfernung oder eine Anfrage, kannst du mir diesen Traum auslegen. Das kann ich nicht immer machen. Wenn es nicht zu komplexer ist und es manchmal schnell geht, mache ich das noch. Ansonsten müsst ihr halt wirklich versuchen, auch untereinander. Da haben wir auch die Facebook-Seite, wo ihr die Leute diesen Kurs machen, Online-Kurs für Studenten des Handbuchs, und da könnt ihr vielleicht auch Austausch miteinander, nutzt es noch mehr. Aber hier ist das Beispiel, diese Frau hat mir geschrieben gehabt, weil sie mit einer okkulten Person zu tun hatte. Jemand hat ihr gesagt, frag doch mal der Stefan, der ist da in diesem Bereich, war der tätig und er arbeitet mit solchen Leuten. Und daraufhin hat sie mir geschrieben und ich konnte darauf nicht gleich antworten, weil ich kannte sie auch nicht. Wisst ihr, ich bin auch vorsichtig, wenn mir jemand schreibt, den ich nicht kenne, weil manchmal kriegst du einfach komische Mails und Leute versuchen, dich da auszutricksen und was weiß ich alles Mögliche. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Leute manchmal alles versuchen, gerade die ein Problem damit haben, mit Prophetie oder auch Kritiker sind gegen das. Okay, auf jeden Fall, ich habe ihr nicht geantwortet, weil ich keine Freiheit hatte, vom Heiligen Geist das in dem Moment zu tun. Ich versuche das immer so abzuwägen, wenn ich die E-Mails bekomme. Und auch bin offen für den Heiligen Geist, dass ich dann antworte, wenn es dran ist. Auf jeden Fall ein Jahr später, nachts, morgens um 3 oder 4 weckt mich der Heilige Geist auf. Ihr werdet es oft erleben, wenn es der Geist Gottes ist in der Nacht, wacht ihr plötzlich auf, sehr oft zwischen 3 und 4, und seid plötzlich hellwach. Ihr könnt gar nicht mehr schlafen, ihr seid hellwach, ihr versucht zu schlafen, aber ihr seid innerlich vollwach. Der Körper kann vielleicht müde sein, aber euer Geist ist total aufgeweckt. Das ist oft ein Zeichen, dass der Herr zu euch reden möchte. Nehmt diese Situation, dann setzt euch auf im Bett, sagt, Herr, hier bin ich, rede ich, rede, so wie Samuel es getan hat. Und dann kann es sein, dass er dich an eine Schriftstelle erinnert, kann es sein, dass er dich an Sachen erinnert, kann sein, dass du plötzlich die Antworten deinen Gedanken bekommst, auf die du gewartet hast. Zu mir plötzlich kam dieser Satz, ruf die Frau jetzt an und sag ihr, sie soll leben. Ich möchte, dass sie lebt. Ich habe das dann am nächsten Morgen gleich dieser Frau geschrieben, per E-Mail, sogar glaube ich nachts noch geschrieben. Heute Nacht hat mich der Herr aufgeweckt. Ich soll dir sagen, du sollst leben. Was ich nicht wusste, war, dass die Frau durch eine sehr schwere Zeit der Anfeindung, der Ablehnung, weil sie eine prophetische Berufung hat, durchging. So schlimm war es, dass sie am Leben verzweifelte. Und sie ist morgens spazieren gegangen und sagte zum Herrn, Herr, ich kann mich nicht zu dir nehmen. Das wird mir alles zu viel. Und dann kommt sie heim, öffnet die Mailbox und sieht diese E-Mail von mir ein Jahr später, wo sie keine Antwort bekommen hat. Und sie liest, heute Nacht hat mich der Herr aufgeweckt und hat gesagt, schreib dieser Frau endlich, sie soll leben. Das hat sie natürlich sehr berührt. Das hat mich auch sehr berührt. Wir sind heute noch in Kontakt anhand ihrer Erlebnisse, was sie mir erzählt hat, ihrer Leidensgeschichte und den Dingen, die sie geht, erkannte ich sofort, dass da eine prophetische Berufung ist, also mehr wie ein Prophezeien laut 1. Korinther 14, sondern wirklich ein Epheser 4, Vers 11, Dienstgabenberufung, das Amt einer Prophetin, was jahrzehntelange Vorbereitung braucht, auch oft durch viel Leid, Ablehnung und Widerstand. Und ich habe sie dann ermutigt, wir sind heute noch in Kontakt und im Moment schreibt sie gerade ein Buch über diese Sache, was wir dann veröffentlicht werden, was so richtig schön praktisch auch die Formung
einer Prophetin oder einer Propheten beschreibt und auch die Zeichen eines Propheten und einer Prophetin. Ich finde es sehr gut. Ich finde es toll, dass ich da in Kontakt sein darf. Okay, Seite 20 im Studienkurs oder in eurer PDF. Es geht heute um den ganzen Bereich Hören, die Bereitschaft zu hören, unser Herz vorzubereiten, damit wir das Reden Gottes, unseres Vaters, verstehen. Ich habe das vorher schon erwähnt, werde es wieder erwähnen. Jesus sagt ja in Johannes 10, Vers 27, und das ist auch euer Meditationsvers in dieser, in dem Buch. Und mit Meditation meine ich, wie das, wenn ihr den Studienkurs bestellt habt mit den Extras-CDs und den Aufnahmen, die kamen, also nicht die PDF nur, sondern den ganzen Kurs im Shop, habt ihr einige Aufnahmen, MP3-Aufnahmen mitbekommen. Eine davon ist über den Bereich der Meditation. Und da möchte ich dich bitten, dass du dir das mal anhörst, weil da erkläre ich das ein bisschen mehr, christliche Meditation über das Wort nachsinnen, tief nachdenken, es geistlich aufzunehmen, wie eine Kuh, die das wieder kaut, immer wieder zu bewegen, bis es zur Offenbarung wird. Ein tiefes Nachsinnen darüber. Das hat Gott der Vater auch gemeint, als er zu Josua sagte, sinne, hab das Wort vor deinen Augen und du wirst Erfolg haben. Als das Wort Gottes uns ermutigt, darüber nachzusinnen, bei Tag und bei Nacht, gedanklich. Du wirst über irgendetwas nachdenken, glaub mir. Es wird entweder über Sorgen sein oder über deinen Vater im Himmel und das, was er sagt. Ich würde dir raten, lieber das Zweite, dein Vater im Himmel, das, was er sagt. Viele Menschen meditieren, sinnen viel darüber nach, was passieren könnte, was kommen könnte. Sie sinnen über die schlechten Nachrichten nach. Sie sinnen darüber nach, was Leute über sie denken könnten. Das alles formt dich und kreiert etwas in dir. Und darum ist es wichtig, dass gerade in diesen Zeiten, wo viele Stimmen um uns herum uns belügen wollen, ablenken wollen, unseren Blick von dem Wichtigen fernhalten wollen, verblenden wollen für das Reden Gottes, dass wir darüber nachsinnen, was gut, was ehrbar, was im Himmel ist, wie es die Schrift sagt. Wir können mit den Ohren hören und doch nicht die Botschaft des anderen erfassen. Ich erzähle euch ein Beispiel dazu. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in einer Gemeinde vorzeitig war, hatte ich eine Mitarbeiterin, die wollte mit mir sprechen. Und diese Mitarbeiterin fing an, ich gab ihr die Zeit und sie fing an, ihr Herz auszuschütten und sie klagte mich an und sie griff mich an. Und zuerst ging in mir diese Verteidigungswand hoch, weil so vieles, was sie gesagt hat, stimmte nicht. Ich wusste das und sie hat die Dinge falsch erlebt und falsch wahrgenommen und auf ihrer emotionalen Ebene interpretiert. Aber ich spürte, wie der Geist Gottes plötzlich sagte, sei ruhig und hör ihr zu. Und ich verstand, dass da etwas anderes hinter den Worten ist. Dass es da mehr gibt, als was sie versucht auszudrücken. Dass da ein tieferer Schmerz ist und dass sie eigentlich etwas anderes sagen möchte. Jesus verstand es und darum richtete er die Menschen nicht anhand ihrer Worte, sondern er schaute auf das Herz. Zu Nathanael sagte, hier ist jemand, der hat ein aufrichtiges Herz. Einer, der ehrlich ist, der transparent ist. Und der hat sich vorher noch lustig gemacht über Jesus. Er hat nicht auf die Worte gehört, sondern er hat das Herz gesehen. So, es ist wichtig, richtig zu hören. Lernen zu hören.